Was ist das? Ihr Name lautet Erin Gilbert, ist das korrekt? Sie waren davor für die New Yorker U-Bahn-Gesellschaft tätig? Wissen Sie, dieser Job war wirklich viel härter, als man denkt. Man sitzt den ganzen Tag nur hinter einer Glasscheibe und dann muss man auch noch das Graffiti anderer Leute wegwischen. Da gab es so einen Typen, der meinte... Ja, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Beantworten Sie bitte meine Fragen nur mit Ja oder Nein. Können Sie bitte Ihre Füße vom Tisch nehmen? Ganz runter. Wir hätten da noch ein paar Fragen zu den Geschehnissen in New York. Sind Sie vom FBI? Nein. CIA? Nein. Ja, wir hatten eigentlich schon mit der Homeland Security gesprochen. Ich bin nicht von der Homeland Security. Wissen Sie, das ist echt krass. Aber Sie sehen aus wie mein Cousin. Nur, dass der natürlich schwarz ist. Sie mögen nicht zufällig Würstchen? Mein Name ist Phil Coulson. Ich bin Direktor von S.H.I.E.L.D. Wissen Sie, wofür S.H.I.E.L.D. steht? Super, hyper internationale Einrichtung für labile Deppen. Ach, das ist so eine Abkürzungssache. Ja, sowas nennt man Akronym. Woher soll ich das denn wissen? Mach keinen Stress, Alter. Ich bin nicht Wikipedia. S könnte für Sicherheit stehen. H für Heimat. I, schwierig, vielleicht international. E, Einsatz. L, logistisch. D steht für Division, würde ich sagen. Fast richtig. S.H.I.E.L.D. steht für Strategische Heimat-, Interventions-, Einsatz- und Logistikdivision. Klingt fast so wie unser alter Name. Institut für metaphysische Untersuchungen. Wir hätten daraus auch eine Abkürzung machen sollen. Dann wären wir heute die IMUs. Ja, gut, dass Sie das nicht gemacht haben. Sie sind also Spezialistin im Gebiet Teilchenphysik und haben diese Proton-Packs entworfen? Haben Sie mit meiner Mentorin Rebecca Gorin gesprochen? Nein. Gut. Sie nervt nämlich ständig damit, dass ich überall Warnleuchten anbringen soll. Dabei weiß doch jeder, dass Warnleuchten was für Weicheier sind. Stimmt es, dass Sie einen gewissen Kevin Beckmann bei Ihnen als Rezeptionist beschäftigen? Rezeptionist ist vielleicht etwas übertrieben, aber er macht zu langsam Fortschritte. Ja. Der Kleine hat gerade erst gelernt zu telefonieren. Diese Dumpfbacke sabbert nur den Schreibtisch voll. Kevin? Ja? Ist er hier? Sitzt meine Harre? Nein, er ist nicht hier, aber wir werden ihn wohl noch zu einem Gespräch laden. Die Maschine eines gewissen Roan erzeugte also einen Riss in die Barriere, durch den die Geister bei uns in die Welt eintreten konnten. Ganz genau. Aber keine Sorge, wir sind gerade dabei, ein Sperrsystem zu entwickeln, das künftig so etwas ausschließt. Dieser Typ war so verrückt, ey. Das sag ich ihm. Aber ein Glück, es sei jetzt auf der anderen Seite. Zusammen mit dem Leichenwagen meines Onkels. Er war... wirklich sehr geisteskrank. Es schmeichelt mich schon, dass er unser Buch gelesen hat. Dieses Buch kann man auch auf Amazon kaufen? Ja, das gibt es sogar als Hörbuch, wenn Sie möchten. Danke, aber ich kann lesen. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Woher haben Sie diese Chips? Die hat mir der Statist da hinten gebracht. Könnte ich bitte noch eine Cola dazu haben? Danke. Läuft! Cooler neuer Look, Thor! Wieso hat er sich gerade Thor genannt? Keine Ahnung. Dein Shirt ist im Übrigen verkehrt rum. Ja, vielen Dank fürs Anschauen. Dieses Video ist in Kooperation mit One Touch Noise entstanden.
Vielen Dank an Pascal fürs Mitmachen. Checkt auf jeden Fall auch seinen Kanal aus. Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, uns würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Hier. Da scheint es auch gleich noch einen Link zu den Outtakes. Die wollte ich euch nämlich nicht vorenthalten. Da sind einige witzige Sachen dabei. Also checkt es auch noch auf jeden Fall ab. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.